Hallo, Hallöchen, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Heute gibt es mal einen Subject der etwas anderen Art, nämlich von einem Facebook-Spiel. Aber da es kostenlos ist und man online sein muss, dachte ich mir, wir schauen uns das jetzt gemeinsam mal an. Das hier ist mein Avatar, ja, Markus. Besitzt verschiedene Waffen, wie man hier sieht, eine Schaufel für den Nahkampf, eine Schrotflinte, eine Armbrust und das war's. Zusätzliche Ausrüstung finden wir auf dem Markt, da können wir uns Waffen kaufen. Viele davon allerdings natürlich, wie das so üblich ist, bei diesen Spielen nur mit Premium-Geld, in diesem Fall Facebook-Gutschriften. Ja, und die gehen einem schon ziemlich auf den Zeiger. Aber egal, worum geht's bei Zombie Lane? Wir sind ja irgendein armer Überlebender, unser Haus steht noch, alle anderen plötzlich nicht mehr und es wimmelt nur so von Zombies, die alle irgendwie unsere Zäune und uns selbst zerstören wollen und die auch verschiedene Eigenschaften haben. Tja, was gibt's dazu zu sagen? Wir laufen hier per Mausklick herum und ja, wie man sieht, es gibt verschiedene Aufträge, in diesem Fall zum Beispiel den Auftrag, kaufe ein Gartenhaus und stelle es fertig. Das ist das Ding hier, das wir gerade begonnen haben. Wir haben nur begrenzte Energie, wie das bei diesen Spielen eben so üblich ist. Das werdet ihr nicht öfter hören von mir. Und wie bei allen anderen Spielen auch, sammelt man auch hier Erfahrung und steigt im Level auf und schaltet dann neue Dinge frei. Das Besondere an Zombie Lane ist, man kann doch recht viel freischalten und verändern. Man kann zum Beispiel mit diesem Bearbeiten, Bewegen Knopf, können wir hier diese ganzen Zäune einfach mal nehmen und ja, hier eingliedern. Diese Zäune bringen folgendes, sie schützen uns und unser Haus vor diesen Zombies, denn die laufen herum und die machen böse Aua. Ich demonstriere das mal. Wenn wir ihnen zu nahe kommen, passiert das. Und dann wollen die uns hauen. Und was macht man, wenn einen Zombies hauen wollen? Natürlich auf Fresse geben. Also nimm dies. Oh nein! Tja, er hat uns erwischt. Okay, ein Schatten. Tja, warum hat er uns erwischt? Er hat eine Energie von 2, unsere Schaufel verursacht, aber nur einen Schaden von 1. Wenn man jetzt sieht, tot. Und die lassen dann eben Münzen, Gegenstände und so weiter fallen. Oder auch mal einen besonderen Questgegenstand. Und wir haben gerade einen neuen Tipp freigeschaltet, klicken wir da doch mal drauf. Tankstellen-Zombies, also ich sagte ja schon, dass es verschiedene Typen gibt. Tankstellen-Zombies, Verkäufer, Krawall und Clown-Zombies und weiß der Teufel was noch. Ja. Aber zurück zu unserem Auftrag mit dem Gartenhäuschen. Da klicken wir jetzt einfach mal wieder drauf und dann wird da fleißig gearbeitet. So könnten wir zum Beispiel auch, indem wir hier auf diese Trümmer klicken, können wir auch die zum Beispiel abbauen oder Gras mähen oder ja. Das gibt uns dann eben auch, in diesem Fall gibt uns zum Beispiel Trümmer, geben uns Ziegel und mit denen können wir dann wieder unser Haus weiter aufbauen. Apropos Haus, ja, gehen wir da auch mal rein. In unserem Haus können wir nämlich auch spezielle Gegenstände herstellen, sofern wir sie den Zombies durch Töten abgenommen haben. Beispielsweise Feuerhandschuhe oder wie hier den Flammenwerfer. Oder wir können unser Haus auch individuell verunstalten. Das ist meiner Meinung nach aber verdammt teuer. Aber gut, wer unbedingt will, warum denn nicht? So, ich mache hier mit unserem Haus weiter. Natürlich gibt es noch auch diese Facebook-Komponente. Wenn ich Freunde habe, dann kann ich die besuchen mit einem Klick. Und dann reise ich zu deren Nachbarschaft und ja, ich erhalte eben immer was dafür und kann ihm dann helfen, indem ich ihm zum Beispiel hier mal diesen Kürbis abernte, denn Nahrung ist auch eine der Ressourcen im Spiel. Nahrung
braucht man zum Beispiel für Energiepakete oder für anderes, je nachdem. Man hat aber nur begrenzte Aktionenzeit. Also fahren wir lieber mal wieder nach Hause und zocken daheim weiter. Ja, hier auch wieder so eine typische Facebook-Komponente. Dieses Automatikgeschütz würde eigentlich auf die Zombies schießen. Aber wie man hier sieht, ich brauche mehr Freunde, die mit mir Zombieland spielen, damit ich das freischalten kann. Naja, momentan habe ich noch nicht so viele Zombieland-Freunde. Und wie man hier sieht, die randalieren hier ganz schön. Und ja, wenn man die Schaufel nicht hilft, gibt es immer noch die gute alte Schrotflinte. Wirkt immer. Und ja, was gibt es noch? Schauen wir uns mal. Ja, wir können uns noch irgendwie anpassen. Unser Gewand, unseren Hund, den wir anscheinend noch bekommen, unseren Partner, der anscheinend auch noch irgendwann kommen wird. Im Inventar befinden sich nicht nur unsere Ausrüstung, sondern auch Sammlungen. Also das heißt, wenn wir eine, zum Beispiel in Supermarkt Zombies eine ganze Reihe Gegenstände abnehmen, dann können wir sie gegen eine besondere Belohnung eintauschen. Es gibt auch Auszeichnungen, zum Beispiel dafür Gegner mit Nahkampfwaffen oder mit der Schrotflinte zu erledigen. Und hier sieht man auch unsere freigeschalteten Tipps. Ja, und ich muss sagen, das Spiel macht mir doch sehr gut Spaß. Es ist so zum ab und zu mal einloggen, Zombies mötzeln und so weiter. Macht mir das schon Spaß. Muss ich schon zugeben. Und es gibt auch überraschend viele Möglichkeiten im Spiel. Ah, das wie bestellt. Verkäufersammlung. Die tauschen wir allerdings nicht ein, denn wir können die Gegenstände nicht nur eintauschen, sondern auch, wie ich schon erwähnt habe, für besondere Ausrüstungsgegenstände tauschen. Hier stellen wir jetzt zum Beispiel Feuerhandschuhe. Sehen sehr stylisch aus, die Dinger. Grafisch, ja, ich kann das Spiel natürlich schlecht bewerten wie ein normales also ein normales Browser-Game, aber ich mag es einfach mal. Von der Grafik her ist das eine 2 eigentlich. Es bewegt sich immerhin schön viel, das passiert immer was, es ist viel animiert, das passt schon. Von der Langzeitmotivation her passt das bis jetzt auch. Man hat immer genügend Aufträge, man hat genügend Variationsmöglichkeiten, um da einige Zeit lang Spaß mitzuhaben. Die verschiedenen Zombies und die ganzen Sammlungen und so weiter, also wer sich darauf konzentrieren will, der kann auch Spaß an der Freude haben. Inhalte für Bezahlspieler, ja, das könnte besser sein. Das wird einem natürlich immer wieder aufgedrängt, wie es bei diesen Spielen eben so üblich ist. Des Weiteren, ja, gut. Wenn man sich einmal verklickt hat, kann man das irgendwie nicht mehr rückgängig machen. Das ist auch etwas, was mir irgendwie aufgefallen ist. Aber ansonsten bin ich mit dem Spiel rundum zufrieden. Es ist cool, sich zwischendurch mal einzuloggen und einfach mal ein wenig Zombies zu metzeln und so weiter. Das passt schon so. Das kann man sich durchaus mal anschauen. Ein Spiel mit einer Gesamtwertung von 2, wenn man alles zusammennimmt. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns hoffentlich bei Zombieline. Ich nehme euch als Freunde gerne an. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage Tschüss, Arrivederci und Goodbye.